So, willkommen zurück zu Need for Speed Most Wanted, dem Part 24. Und dann machen wir gleich mal weiter mit Rumpen-K.O., jawoll. So schaut's aus und nicht anders. Perfekt, jawoll. Oh, der Start war ziemlich gut. Der von denen leider auch. Ja, die Kurve war doch richtig Premium, muss ich sagen. Wäre besser gegangen, klar. Besser geht immer ein bisschen. Aber gut. Kann man abkürzen. Geil, jetzt geht es ja nicht los, dass man hier abkürzen kann. Perfekt. Sogar doppelt. Und die kürzen natürlich nicht ab, das ist ja... Jetzt sogar fast wie Ostern. Das letzte Mal war es Weihnachten. Jetzt ist wie Ostern. Ha, ha, ha. Okay. Ja. Welcher Depp fährt da links, bitteschön? Ja, gut, ich bin das erste Mal da lang gefahren. Einmal. Naja gut, dank Nitro haben wir wieder ein bisschen Zeit rausgeholt. Das Nitro ist halt sozusagen eigentlich die Allzweckwaffe. Auch wenn man trotzdem eher schlechter, also nicht unbedingt viel besser beschleunigt. Es hilft, um ein paar Fehler wieder ausbügeln zu können. Stellt sie eh wieder auf. Im Gegensatz zu Underground 1, da lädt sie es natürlich nicht auf. Ja. Cool, nur 1,5 Minuten Rundenzeit. Dafür 3 Runden. Naja gut. Und Runden-K.O. finde ich ist sogar ein Stück schwerer wie Runden, normal. Weil man halt sich nicht so viel Fehler erlauben darf. Komisch, diesmal wird nicht wieder alles aufgebaut. Was macht denn der Zivilwagen da? So ein Bob. Ohne Spaß. Ui, ja, perfekt. Da soll noch einer sagen, ich kann nicht Auto fahren. Ups. Warum ist der immer in die Richtung lenken, wo ich gerade bin? Das ist ein Mysterium, das habe ich bis heute nicht gelöst. Immerhin haben wir sie gut abgehängt, dank der Abkürzung. Ich glaube, es war es aber so, weil das letzte Mal bei einem Runden-K.O. ist mir aufgefallen, dass da wieder was aufgebaut war. Kann sein, dass es in der letzten Runde alles wieder aufgebaut wird, um nochmal alles in Standard zurückzusetzen für die letzten zwei Teilnehmer, um zu schauen, wer jetzt gewinnt. Also um alles wieder auszubügeln. Kann ja sein, dass der eine irgendwie einen Vorteil verschafft hat, indem er in den vorigen Runden da jedes Mal irgendwas rausgekickt hat an Objekten, die einen verlangsamen. Könnte ja sein. So. Der hält sich gut auf Abstand, finde ich wirklich schön. Ja, perfekt. Jawohl. Also das war ja... Na, das war richtig gut. Über alle Hügel drüber gesprungen, das heißt möglichst wenig... Aufknallpunkte, was Geschwindigkeit kostet. Damit haben wir ihn auf über 800 Meter abgehängt. Erstmals. Hm, halt, der heißt auch Ronny. Wird ist aber, glaube ich, nicht der Blacklist-Fahrer. Der auf Nummer 3 ist. Ja, die Kurve haben wir auch schön bekommen. Also, wenn das jetzt kein Rundenrekord ist, dann leckt mich am Arsch. Ganz ehrlich. Jetzt hat er wahrscheinlich schon wieder ein bisschen aufgeholt. Ja, aber er bleibt auf 800 Meter Entfernung. Also da kann jetzt nichts mehr passieren.
Warte, scheiß, 1,23, was haben die denn gehabt? 5 Minuten? Da hat er aber Scheiße gebaut. Und der hat auch, war auch nicht sonderlich gut. Okay. Nächstes Rennen. Fahren wir, ja, Rundkurs. Müssen wir ja. Wenn wir alle machen wollen. Und dann mache ich die gleich zuerst, weil das Beste hebe ich mir immer von Schluss auf. Oder was heißt Bestes? Das Schlechteste mache ich zuerst, so. Weil das Beste gibt's ja eigentlich fast nicht. Haha. Wieso haben die das gesehen? Na gut, diesmal kann ich mir viel erlauben. Ich kann ja jederzeit hinten dran kommen. Jawohl. Weil das kein Runden-K.O. ist. Ah, da habe ich wohl die bessere Route erwischt. Die Wünschelroute. Jawohl. So liebe ich das, wenn man um Kurven rumkommt. Schön schnell und unproblematisch. Jawohl, das ist eigentlich eine gefährliche Abkürzung. Aber ich nehme sie manchmal gern, weil ich damit einfach das Gefühl habe, ich bin geil. Ja. Boah, perfekt. Hier kann man immer so schön langfahren. Außer es kommt was. Oder es kommen zwei Sachen. Die natürlich nicht erwischen, oder? Nee, natürlich nicht. Mann, mein schöner Vorsprung. Wieder eingegrenzt durch zwei so Drecksäcke, die nicht fahren können. Das wäre fast gemeint, es geht gerade raus. Schade, dass man hier den Donutladen nicht kaputt machen kann. Das könnte wieder ein bisschen Zeit raushauen. Fahren wir doch mal hier durch. Einfach aus Spaß und Erlauben. Freude. Oh Mann, ey. Jetzt kommt da wieder einer, oder? Jawohl. Was denn auch sonst? Klare Sache. Sag mal, wie... Himmelherrgott. Meine Herren, wieso wirst du denn da so langsam? Du wirst doch wohl hier fahren können, oder? Vollidiot. Hui. Natürlich, ihm habe ich wieder den Weg freigemacht dadurch. Das ist klar. Hm. Schön ist aber, bei so viel Verkehr machen die meisten auch Unfälle. Und, oder sie bremsen ab, wenn es gar keinen Grund gibt eigentlich. Oder sie fahren scheiße. Hehehe. So. Da schalte ich nicht, weil ich verliere wieder ein bisschen was an Drehzahl, sag ich doch. Hui. Wow, die hat mir noch einen sauberen Schub mitgegeben. Das wäre ja ganz gut. Ja, natürlich, aber normal, wenn ich da nicht gewesen wäre, wärst du nicht so schnell reingefahren, das schwöre ich dir, Kumpel. Ist nämlich klar, warum. Weil der es nie geschafft hätte, wenn ich da nicht jetzt gewesen wäre. Ja, also so geht die Kurve. Perfekt. Wenn man weiß halt, wie die Strecke verläuft. Hui. Das war, glaube ich, schon eine bessere Rundenzeit als vorher. Ah, jetzt sind wir hier auch mal schön rumgekommen. Und wenn wir hier weiter durchkommen, können wir sie weiter abhängen, weil die nämlich hier nicht so schnell fahren. Weil sie immer abbremsen, wenn es knapp wird. Jetzt kommt diesmal nicht so viel Verkehr. Schade. Ah, so Kurven liebe ich einfach. Wenn man zuerst einlenken muss, aber dann gleich darauf schon eine Gegenkurve kommt, die ein bisschen nach außen geht, sodass man die erste Kurve schneller nehmen kann, weil man dann noch nach außen rutscht und dann in die andere Kurve innen reinkommt. Jetzt geh halt weg, meine Herren. Geil. So aufgekommen, dass man Schwung rausholen konnte. Oder nicht so viel verloren hat, weil man auf die Schrägen aufgekommen ist. Ah, der schon wieder.
Und Nitro, jawohl. Ja, sowas ist immer scheiße, wenn dann sowas passiert, wenn dann ausbricht. Du kannst machen, was du willst, kriegst du nicht wieder zurück. In die Bahn. Außer mit Speedbreaker. Haha, gewonnen. Bin ich geil. Du hast nicht erwartet, dass es leicht sein würde, oder? Mal sehen, wie gut du klarkommst, wenn du auf einmal richtig Kohle wert bist. Bin gespannt, wie du dich schlägst. Also ich hätte nie gewartet, dass dieser Earl so eine Stimme hat. Machen wir noch schnell ein minimales und die letzten zwei heben wir fürs nächste Mal auf. Ganz einfach. Nicht gut. Ah, wurscht. Das kann man sich ein paar Mal erlauben. Ja, von mir aus auch immer. Mir wurscht. Es ist ja nicht so, als ob davon alles abhängt. Vor allem, wenn Runden so lang dauern oder die ganzen Rundkurse oder Sprints oder irgendwas. Obwohl, diesmal ist die Zeit knapper bemessen, genau, so. Jetzt haben wir nämlich nur 12 Sekunden gehabt. Aber Mautstellen war eigentlich, glaube ich, nur nie das große Problem. Schauen wir mal, wie es jetzt ist. Oh, was für ein Überstrahleffekt, da siehst du ja fast gar nichts mehr. Ah, jetzt haben wir Sauberzeit rausgeholt. Anscheinend war es nur die erste Mautstelle, die etwas knapp bemessen war. So, jetzt wieder fast eine Minute Zeit. Hm. Dass man da nicht geradeaus fährt, schade. Hier meine ich. Jetzt werden wir wahrscheinlich gleich wieder abbiegen, ohne dass man auf der Autobahn bleibt. Wett mal. Oh, doch nicht. Cool. Nice. Jetzt haben wir noch ein bisschen Zeit rausgeholt. Und genau, hier den Teil gibt es ja auch bei manchen Radarfallenrennen. Da lohnt es sich dann, die äußere Spur zu nehmen, weil man mehr Schwung rausholen kann. Glaube ich, hatte ich schon irgendwann mal erwähnt. Wenn mich nicht alles täuscht. Mann, das ist so geil eigentlich, wenn man so einen Wagen hat, der gut beschleunigt. Da kann man so überall so mit 250, 240 immer durchsausen, wenn es nicht zu enge Kurven sind. Nochmal ein bisschen Zeit rausgeholt, jetzt haben wir beginnen, aber Schlag 30 Sekunden mehr Zeit. Perfekt. Und fast kein Verkehr. Auch gut. Ja, jetzt kommt nochmal die Kurve, die gefällt mir nicht so gut. Abkürzen. Jawohl. Ah, das ist aber die andere, wo man ein bisschen weiter springen muss. Schade. Aber trotzdem. Lohnt sich, die Abkürzung zu nehmen. Die ist wahrscheinlich nicht bedacht für die Zeit, sonst würden wir es nicht schaffen, wenn man die Abkürzung nicht nimmt. Wiederum, wenn man sie nimmt, dann kriegt man so viel Zeit geschenkt. Eigentlich. Mal schauen, wie viel Zeit mir übrig bleibt. Schade aber, dass man die Abkürzung nur in eine Richtung nehmen kann. Bom, 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 bom. Alles weg. Ah, da ist ja schon die letzte Mautstelle. Wow, 45 Sekunden. Bing. Ja, perfekt. Ick, bremsen. Nee, so. Sofort zum Unterschlupf. Ja, und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Wenn es wieder heißt Need for Speed Most Wanted. Bis zum nächsten Mal. Adios.